It's me, Mario! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem Kanal, ungeplant, und zwar Super Mario 64, das 1997 oder 96 erschienen ist. Und ja, das passt alles. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Lieber Mario, komm ich doch einmal im Schlossbesuch. Der Kuchen steht bereit. In Freundschaft, Toadstool. Peach. Ja. Wir sollen in Prinzessin Peach Schloss. Und ja. Herzlich willkommen. Durch eine Wabre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Achso. Ja, Steuerung. Die kenne ich ja schon. Und ja. Ab ins Schloss. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakito-Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Unser magimutiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Die Zielknöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst... Achso. Ja. Perspektivenwechsel ist das jetzt nochmal. Aber das weiß ich auch, wie es geht. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Ha, ha, ha. Okay. Was geht dir so ab? Sagst du, Kleiner? Ups. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Prinzessin, ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um seine eigenen Welten in den Gemälden zu erschaffen. Du musst die Powersterne finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es vier Welten. Beginne in der Welt der Barons. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du auch Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit den großen Sternen öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Ja, wir fangen jetzt gleich mal in der Welt der Barons an. Und ergattern uns da unseren ersten Stern. Das wird dann wahrscheinlich hier sein. Und ja. So. Unsere erste Mission ist besiege König Bob-Omb. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der Rosenbombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kollegen werden dich sicher unterstützen. Ja. So. Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auf den Gipfel und werden König Bob-Omb besiegen. Hoffe ich zumindest. So. Oh, das war jetzt ziemlich knapp. So. Aber der Weg auf den Gipfel wird jetzt nicht so einfach sein. Und ja. Da war nichts drin. Und hier kommen von dem Berg
Kugeln herunter. Wo? Ich schätze mal, wir sind bald auf dem Berg. Ja, weil hier ist nochmal zur Stärkung ein Herz. Brauchen wir nicht, weil wir keine Leben verloren haben. Und ja. Schön nach oben gegangen. Und da ist der schon, König Bob. Ich bin König Bob und herrsche über alle Bomben und Gebiete der Explosion. Wer gibt dir das Recht, dieses Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Die Paustern ist im, der Paustern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals. So. Der hat gerade seine eigene Schwachstelle verraten. Ey, man soll ihn einfach von hinten packen. So. Und dann einfach auf den Boden schmeißen. Das, soweit ich weiß. Dreimal. Und dann müsste er eigentlich schon besiegt sein. Scheiße, nein. Nein, 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 nein. So, Glück gehabt, dass wir nicht runtergefallen sind. Aber jetzt hab ich dich, hab ich. So, und bam. So, noch einmal, dann ist er auch schon besiegt. Aber der dreht sich so schnell, ist das Problem. Ach komm. Mario, geh wieder hoch. So. Oh, scheiße, scheiße. Oh, ist der dumm. Aber gut, so. Und jetzt. Bam. Bavi, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst nicht vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe diesen Powerstern, um dir meine Demo zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis bald. Oder bis dann. Ja, schon haben wir unseren ersten Powerstern. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal in dieser Welt weiter und holen uns gleich noch einen Stern. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin. Ups. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Im ersten Stock. Also wir sollen in den ersten Stock gehen. Ja. Da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Und da wird höchstwahrscheinlich auch ein weiterer Powerstern sein. Ja. Damit ist wahrscheinlich dieses Zimmer gemeint. So. So. Ich glaube, das rechte Bild war das richtige. Eine Rutschparty. So. Ja. Wenn wir das jetzt geschafft haben, kriegen wir höchstwahrscheinlich einen weiteren Stern. Und ja. Komm, Mario, mach keinen Scheiß. So. So.
Ja, unser zweiter Stern. Wie viel schaffen wir noch? Naja, ein paar werden wir schon noch schaffen. So. Dann machen wir in der Welt der Bohrums gleich mal weiter. Und zwar ist unsere zweite Mission: Besiege den schnellen Cooper. So. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bohrum während eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ja ganz schön was auf den Kasten zu haben, aber glaubst, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, dass du siehst nicht danach aus. Wie wäre es mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig? Los! Der ist ja nicht so besonders schnell. Nein! Schnell weg hier. Ach komm, ey. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Ist der Cooper eigentlich? So. Nein! Nein! Ach komm. Naja. Versuchen wir es nochmal. So. Okay, nächstes Mal. Hey, mach. Ja, stimmt. Ups. So. Diesmal lassen wir uns nicht von den Kettenhunden treffen. Weil es wäre ziemlich schlecht. Diesmal sieht schon besser aus. Hier lassen wir uns jetzt auch nicht treffen. Gut. Nein. So. Diesmal sieht schon viel besser aus. Ich verstecke mich mal kurz hier drin, bis die Kugeln weggehen. What the fuck? Lol. Naja, umso besser. Und wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch auf den Cooper warten. Ist echt so lahm. Ach, da ist er ja. So. Boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier hast du. Du hast ihn dir verdient. Unser dritter Powerstern. Und ich würde sagen, damit beende ich auch diese Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Super Mario 64.